sind ein ganz wesentlicher Absolvent unseres Hauses. Jeder Fadinger hat irgendwann einmal von Ihnen gehört. Vor einigen Jahren haben Sie uns schon einmal ein Interview in Marriott Hotel gegeben. Würden Sie sich bitte trotzdem kurz unserem Publikum vorstellen? Ja, Helmut Sommer, Geburtsjahr 39, Maturant 58, also 50 Jahre schon wieder älter geworden. Und ich bin jetzt Reeder, ich lebe in Hongkong und reise sehr häufig in der Welt herum, aber es ist immer schön, wieder nach Linz zu kommen. Sie feiern, wie Sie bereits gesagt haben, heuer Ihr 50-jähriges Matura-Jubiläum. Wir maturieren jetzt eben erst. Was verbindet Sie mit dem Begriff Matura rückblickend und heute? Matura, Ausgangsbasis. Nicht, das Wissen, das man in der Mittelschule bekommt, ist für das weitere Leben sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich ein Ausgangspunkt. Man muss sich anstrengen, dass man zu dem Punkt kommt. Man lernt aber auch, sich anzustrengen. Und die Weiterbildung, die man natürlich dann genießt, ist individuell verschieden. Aber es ist eigentlich lustig festzustellen, dass nach 50 Jahren man die Kollegen wieder trifft, dass in unserem Fall alle noch am Leben sind, dass alle irgendwie tüchtig waren und ihren Mann gestellt haben. Wir sind nicht alle im Ausland. Einige waren, einige kamen zurück, einige sind noch im Ausland. Aber insgesamt war die Matura, wie gesagt, der Ursprung alles dessen, was ich also in meiner Karriere seither gemacht habe und machen konnte. Was würden Sie uns heurigen Fadingern, 50-plus-Maturanten raten bzw. mit auf den Weg geben? Ganz kurz, Neugierde behalten, offene Augen zu behalten, wissensdürftig zu bleiben und Disziplin zu halten. Was hat es eigentlich mit der berühmten Dr. Sommer Stiftung auf sich? Ich habe einige Stiftungen. Die berühmte, die Sie meinen, ist wahrscheinlich die, die jungen österreichischen Managern die Chancen gibt, Asien zu bereisen, Asien zu erkunden, Asien zu kennenzulernen. Und die wird in Linz gemanagt von einem Beirat, von einer unserer ehemaligen Realschülerkollegen, Dr. Schneeberger. Und wir haben einen sehr guten Beirat mit sehr prominenten Persönlichkeiten, die sich sehr persönlich über die Arbeit der Stiftung interessieren und für die Arbeit der Stiftung interessieren und die sehr tatkräftig auch mithelfen, dass das Programm gut weiterläuft. Welche Kriterien müsste so ein junger Mensch erfüllen? Die Kandidaten müssen Jungmanager sein, also schon im Berufsleben stehen, doch auch den Hinterhalt ihrer Firma zu haben für die Projekte, die sie vorlegen müssen, dem Beirat, der entscheidet, ob sie Kandidaten werden können. Es sind Reisen, die als Studienreisen gedacht sind, also nicht als Luxusreisen oder Ferienreisen. Jeder Kandidat muss eine Arbeit vorlegen, in der er beweist, dass er seine Möglichkeiten im Beruf dadurch verbessern kann, dass er nach Asien fährt. Es ist ganz gleich, ob die Projekte ihn nach Japan, China oder andere Länder in Südostasien bringen oder die Damen, die auch natürlich dabei sind. Wir haben schon über 30 Kandidaten in den letzten 10, 12 Jahren gehabt und auch viele von denen sagen, dass also die Reise ins ferne Asien richtunggebend für ihre weitere Karriere war. Wollen Sie auch vielleicht ganz kurz Ihre anderen Stiftungen umreißen? Es gibt eine Stiftung, die nach meinem verstorbenen Bruder benannt ist, der Nationalökonom war, also akademischer Lehrer in Amerika und in Deutschland, heißt Egon Sommer Stiftung, die versucht, durch Symposien, durch Vorträge, durch Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten, wirtschaftswissenschaftliche Themen weiter zu verfolgen oder zu vertiefen. Dann habe ich eine Stiftung, die heißt Sommer China Stiftung, die unterstützt die österreich-chinesische Freundschaftsgesellschaft mit vielen Programmen, mit Delegationsunterstützung, mit auch Vorträgen, mit Ausstellungen in Österreich und in China. Und die funktioniert auch sehr gut. Wir haben bei den meisten dieser Stiftungen auch andere Förderer, andere Sponsoren, die entweder finanziell oder tatkräftig mitmachen. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass alle die Stiftungen gut laufen und
doch auch in der Erziehung weiterhelfen. Ist natürlich auch in einem anderen Rahmen als in einer Mittelschule, aber ob es jetzt tertiäre Ausbildung ist, ob es professionelle Management-Ausbildung ist oder akademische Weiterbildung, macht dann am Ende nichts aus. Es ist Erziehung. Erziehung ist sehr wichtig. Und ich bin froh, dass ich die Chance hatte, diese Dinge in das Leben zu rufen. Wir wissen nicht, ob Sie die Veränderungen an der Fadinger Schule aus der Ferne verfolgen. Die Fadinger Realschule hat sich in den letzten Jahren entscheidend verändert, ist dabei allerdings auch der Tradition verbunden geblieben. Und es gibt nun neben dem naturwissenschaftlichen Zweig auch den Medienzweig. Wie sehen Sie das? Gefällt Ihnen diese Entwicklung? Ja, die Schulen müssen oder die schulischen Systeme müssen ganz allgemein mit der Entwicklung in der Umgebung Schritt halten, sonst bringen sie keine Bildung für die Schüler, die Studenten und die Maturanten. Und also diese Entwicklung ist gut. Das ist nicht nur gut, sondern auch sehr wichtig. Ich bin zu weit weg, um die einzelnen Unterschiede im Detail verfolgen zu können und beziehungsweise zu beurteilen, aber ein großer Unterschied ist, dass Sie hier sitzen als Maturantin. Wir hatten sehr wenig junge Damen in unserem Maturantenjahrgang. Und ich höre von Ihnen auch, dass es jetzt Latein als regelmäßiges Unterrichtsfach gibt. Ich musste damals noch ganz allein studieren und habe fast das letzte sachte Jahr in der Realschule damit zugebracht, mich für die Matura in Latein vorzubereiten. Ich wollte Jura studieren. Medien generell als Unterrichtsfach, für wie wichtig erhalten Sie das? Ja, wenn man schaut, was in der Welt vorgeht, wie wichtig Reklame geworden ist, wie wichtig Informationsflüsse geworden sind, wie wichtig die Technik der Kommunikation geworden ist in den letzten 30, 50 Jahren. Vorgeschluss natürlich sehr wichtig. Ihre Heimatstadt ist auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Linz 09. Inwieweit nimmt man das in Fernost wahr und registrieren Sie das und was ist Ihre Meinung dazu? Ich registriere das als Linzer bzw. als Oberösterreicher. Es gibt eine Vereinigung der Auslandsoberösterreicher, die der Herr Landeshauptmann und seine Mitarbeiter sehr stark forcieren und publizieren. Und natürlich aus dem Grund bekomme ich verschiedene Materialien zugeschickt über das Jahr der Kulturhauptstadt Europas im nächsten Jahr. Und es wäre dann vielleicht schön, hier sein zu können, um einige der Veranstaltungen mitzuverfolgen. Ich kann nur sagen, von der alten Industriestadt Linz meiner Jugend hat sich die Stadt sehr gut entwickelt und sehr positiv entwickelt. Und ob es Ars Electronica oder ob es Bruckner Haus, ob es die Theater sind, die sich weitergebildet haben. Ich bin also nicht nur überrascht, sondern es imponiert mir, dass die Linzer sich so herausgeputzt haben. Ist im asiatischen Raum Linz den Leuten ein Begriff? Die Föst ist in einem ein Begriff. Linz als solcher kennen einige Leute, die mit Steuererzeugung zu tun haben, im LD-Verfahren zu tun haben, mit den chemischen Werken. Aber es gibt immer noch sehr viele andere Asiaten, die zwar Österreich besuchen, aber Linz auf der Fahrt von Wien nach Salzburg am Rande lassen. Und ich glaube, das hoffentlich wird sich ändern, wenn Linz mit seinem Status als Kulturhauptstadt Europas im nächsten Jahr erfolgreich ist. Das Gebäude des Bundesrealgymnasiums Linz, heißt es jetzt, die alte Fadinger Realschule, wird im nächsten Jahr 100 Jahre jung. Damit möchte ich sagen, dass trotz der Tradition der Schule, die immerhin doch auch in Österreich einen großen Namen hat, die Entwicklungen der letzten 100 Jahre in der Schule, in der Stadt, im Land Oberösterreich wichtige Entscheidungen, wichtige Persönlichkeiten hervorgebracht haben und dass man als Basis einer Mittelschule in Österreich froh und stolz darauf sein kann, dass die Schule besteht, gute Lehrer hat und gute Studenten produziert. Ich möchte allen
Studenten und dem Lehrkörper und dem Direktorium und allen mit anderen, die mit der Schule befasst sind, alles Gute zu diesem großartigen Jubiläum wünschen.